Herzlich willkommen bei Mattes Morgensblogger der Welt. Heute mit dem neuen Format Trash Total. Denn ich habe mich dazu entschieden, nicht Achtung Trash weiterzumachen, sondern das Ganze neu zu benennen. Und das in Anlehnung an TV Total. Ich vermisse Stefan Raab und TV Total ziemlich. Und das Format soll quasi den ganzen Blödsinn aus dem Fernsehen der Woche einmal in der Woche zusammenfassen für euch. Und da sollt ihr auch gerne mithelfen bei. Also ihr könnt mir bei Instagram, Twitter oder auch Facebook gerne die Sachen zuschicken, die ihr so lustig fandet. Und dann kann ich auch von Social Media Seiten euch ein paar Sachen zeigen, die lustig waren, die viral gegangen sind. Oder halt auch so Sachen wie Weisheiten der Woche, wie hier vom Wendler. Also jetzt das Spritzen am Ende war ja jetzt nicht mehr so schweißtreibend. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch, mein Schatz. Bevor jetzt alle anfangen zu meckern, keine Sorge, die News- und Meinungsbox wird es hier nach wie vor hauptsächlich geben, dreimal die Woche. Aber ich möchte nochmal zusätzlich ein Format machen, wo ich auch was anderes mal machen kann, als was ich in den News- und Meinungsblogs so mache. Mich kreativ ausleben kann, einmal in der Woche und einfach mit euch auch mehr interaktiv Sachen bestimmen kann, was in den Videos so vorkommt. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool und da seid ihr dann auch gefragt, mit Kritik und auch Lob zu äußern, damit ich weiß, was ihr so sehen möchtet und wie sich das auch weiterentwickeln wird die nächsten Monate. Denn ich denke, das Ganze wird auf jeden Fall ganz lustig werden und dann können wir auch ein paar neue Zuschauer für die Streams auf YouTube und auch Twitch vielleicht erreichen, denn da reacte ich ja hauptsächlich und mache ja auch meine Späße und ich denke, das könnte ganz gut passen in Zukunft und wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn ihr das hier ganz gut annehmen würdet und wenn nicht, nehme ich euch ja die Meinungsbox und News nach wie vor nicht weg. Natürlich werde ich hier auch weiterhin meine Meinung zu den Kandidaten und den Formaten sagen und möchte euch hier in diesem Format auch fragen, wie seht ihr das überhaupt beim Bachelor und bei Temptation Island? Wo ist da die Moral noch geblieben? Gehen die vielleicht zu weit und ist das Ganze vielleicht absolut geschmacklos? Das könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Ich finde auf jeden Fall, dass der Bachelor ziemliche Schwierigkeiten hatte, sich überhaupt zu entscheiden. Und das war wahrscheinlich sogar der dümmste Bachelor aller Zeiten, wie diese Szene hier zeigt. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich dir die letzte Rose geben kann. Mhm. Aber das musst du doch jetzt wissen. Also gibst du sie mir nicht. Auf RTL laufen ja viele Idioten rum, aber ich glaube, das war der dümmste Bachelor aller Zeiten. Also ich glaube, der hat einiges getoppt. Ihr könnt eure Meinung gerne mal unten reinschreiben, aber dieses Rumgestammel zum Ende war ja nicht mehr zu ertragen. Ja. Ich hab, Zum Ende kam es natürlich noch zu ganz großen Überraschungen, denn diesmal wurde keine glückliche gewählt. Und das ist noch nie so vorgekommen in Deutschland. Fand ich auf der einen Seite sogar relativ fair von ihm, weil er sich anscheinend wirklich nicht verliebt hat und da keine Fake-Beziehung starten wollte. Aber auf der anderen Seite fand ich das Ganze ziemlich affig, denn er ist mit ziemlich vielen der Damen ziemlich weit gegangen. Und das ist dann schon irgendwie auch ein Grund gewesen, warum die letzte Kandidatin dann auch ziemlich sauer auf ihn war. Würde ich dir keine Rose geben. Mhm. Okay. Ja, das können wir jetzt lassen. Wenn wir schon bei Moral und Anstand sind, darf natürlich auch Temptation Island nicht fehlen. Ein Format mit wirklicher Klasse, denn die Paare sind natürlich absolut verliebt und auch sehr treu miteinander und lassen sich sehr gerne auf die Probe stellen. Und dass die dann ein wenig weitergehen, als das normalerweise üblich wäre, wenn man glücklich verliebt ist, das ist da ja nichts Neues und war ja schon letztes Jahr ein großer Skandal. Für mich eigentlich die geschmackloseste Sendung überhaupt, dennoch für uns als Zuschauer ultra spannend und deshalb wahrscheinlich auch in diesem Jahr sehr erfolgreich. Und einer geht besonders weit und geht schon am ersten Abend auf Tuchfühlung. Wenn euch Temptation Island noch mehr interessiert, schaut auf jeden Fall mal bei Onion Doc vorbei. Der hat die ganze Folge da zusammengefasst und wird auch die weiteren Folgen für euch zusammenfassen. Der Link ist unten in der Infobox. Lasst auf jeden Fall mal ein paar Grüße da. Ich bin ja sehr viel auf Twitter unterwegs und da habe ich auch das Fundstück oder den Knaller der Woche gefunden, den ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Und ich fand das auf jeden Fall ziemlich lustig, aber seht erst mal selbst. Zura zurnada oynaydı, zurnada
зорнада бир гана зура ойнайт демес, зара да зере де зурнада ойнайды. Инелик илеуде иленбейди, итбалык ит мурунду искемейди. Пай 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 жайылып жүрт пай. Ай 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 шуп кетти торгай. Da will mir noch einer sagen, dass Deutsch eine schwere Sprache ist. Also keine Ahnung, der muss auf jeden Fall ziemliche Halsschmerzen haben. Das war für mich jetzt der Knaller der Woche oder das Fundstück der Woche. Ihr könnt gerne euch entscheiden, was ihr in Zukunft so als Bezeichnung für dieses Format haben wollt. Wäre auf jeden Fall ganz lustig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Zukunft wird es natürlich noch verbessert werden hier und da. Das war jetzt erstmal die erste Folge und es hat erstmal Überwindung gekostet, das Ganze erstmal anzufangen. Von daher sehen wir das jetzt einmal in der Woche neben den Meinungsblogs und News, also keine Sorge. In Zukunft wird es das hauptsächlich geben, aber ich wollte nochmal was anderes hier bringen auf diesem Kanal und mich ein bisschen auch kreativ ausleben in Zukunft. Bis bald und ciao, ciao.